Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime Trilogy. Das hier ist Part 5 und ich habe mir mittlerweile schon von Part 1 bis 3, die sind nämlich schon hochgeladen, eure Kommentare durchgelesen und ihr habt mir auch schon einige nützliche Tipps gegeben, die ich mir jetzt versuchen werde umzusetzen. Zum Beispiel mit dem Morph, weil wenn ich da... Moment. Genau, wenn ich mit der Wii-Fernbedienung schüttel, dann kann ich springen. Ja, ist aber nicht ganz einfach, ich muss ziemlich heftig schütteln, aber ist okay. Aber ich kann ja auch die Powerbomben hier benutzen, aber das ist dann doch ein bisschen einfacher, wenn ich die nicht benutzen muss. Also vielen Dank für den Tipp. Dann habt ihr mir auch noch geschrieben, das mit der Datenbank, dass ich wohl wirklich jetzt schon die 100% verschissen habe, weil ich einige Bosse jetzt nicht mehr bekommen kann. Also da muss ich wirklich drauf achten in Zukunft. Also ich glaube, ich kann das hier auch nachgucken in der Datenbank, genau. Da kann ich sehen, was ich alles für Einträge hatte und ja, einige können wir jetzt schon nicht mehr bekommen, was ziemlich blöd ist. Hier bei Typisierung, wie viele Gegner gibt es denn insgesamt? Ach du Scheiße. Okay, das sind einige. Es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt die 100% hier schon verkackt habe, aber so schlimm ist es doch nicht, denn ihr habt mir auch schon in die Kommentare geschrieben, dass man, wenn man das Spiel durchgespielt hat und man es dann zum zweiten Mal nochmal spielt, dass dann alle Datenbankeinträge, die man beim ersten Mal durchspielen hatte, dass die dann gespeichert bleiben und man beim zweiten Mal nur noch die neuen machen muss. Und genauso werde ich es auch machen. Wenn das Let's Play vorbei ist, werde ich das Spiel einfach nochmal privat durchspielen. Und dabei dann darauf achten, dass ich auch wirklich alles immer scanne. Beim zweiten Mal durchspielen weiß ich das ja dann viel besser. Und dann werde ich euch am Ende doch noch die 100% zeigen können. Zwar nicht mehr hier am Ende vom ersten Mal durchspielen, aber dann am Ende vom zweiten Mal durchspielen, wenn ich es nochmal privat machen werde. Ich glaube, so ist das ganz schlau. Okay, und dann legen wir jetzt los. Und ich versuche wirklich jetzt eure Tipps so einigermaßen umzusetzen. Mal schauen, ob mir das gelingen wird. Wahrscheinlich eher nicht. So, ich will als erstes mal wieder hierhin zurück. Denn hier haben wir ja beim letzten Mal noch gesehen, dass wir jetzt... da schon etwas machen können mit unseren neuen Powerbomben. Aber ich wollte dann schnell hier zurückkehren, um den Part zu beenden, weil ich noch speichern wollte. Aber da bin ich jetzt noch kurz wieder zurück. Ist ein bisschen blöd, weil ich jetzt den ganzen Weg hier wieder nach oben gehen muss bei den Pilzen und bei den Sturzseglern und den ganzen Kackgegnern hier, vor allem die Pilze. Die Pilze hasse ich ja wie die Pest. Obwohl es eigentlich total leichte Gegner sind, weil die einfach nur rumstehen. Aber trotzdem, ich hasse die Pilze einfach. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie kann ich mit denen nicht gut. Also die müssen auf jeden Fall sofort weg immer. So, nein, da lebt noch einer! Kann er mich jetzt eigentlich angreifen von hier aus? Nee, kann er nicht. Aber wenn ich den jetzt besiege, dann würde er mich töten. Oder angreifen, weil, ja, weil die Reichweite von denen sehr hoch ist. Aber war mir jetzt mal in dem Moment egal. Geht alle weg, geht alle weg. Sag mal, Leben her und Missiles. Genau, sehr schön. So, einmal kurz hier durch. Und dann sind wir auch schon gleich wieder oben. Denn wir können uns jetzt eben von diesen hässlichen, ja, schildkrötenartigen Viecher oder was auch immer das war, fressen lassen mit dem Morphball und... Ja, ist ja okay. Fressen lassen mit dem Morphball und dann eine Powerbombe. Ja, das sind noch mehr. Geht weg, lass mich alle in Ruhe. uns fressen lassen und dann eine Morphball-Bombe oder Powerbombe oder wie auch immer die Dinger heißen, in sie reinwerfen. Und dann sterben sie dadurch und dadurch kommen wir zu neuen Bereichen. Denn das haben wir eben, wie gesagt, noch nicht erkundet. So, erstmal noch jetzt hier durch die Augen durch und dann sind wir, glaube ich, gleich da. Wenn ich mich jetzt nicht verlaufen habe. Aber ich glaube, es passt alles. Ja, genau. Der Raum war das. So, denn hier kommt jetzt gleich eins von diesen Viechern. Das haben wir schon besiegt beim letzten Mal. Mal schauen, ob das jetzt noch besiegt bleibt oder wiederkommt. Ja, ist mir völlig egal. So, es bleibt besiegt. Okay, weil hier war nämlich, glaube ich... hier war es. Genau, und es lebt wieder. So, kurz in den Morphball. Friss mich und Powerbombe reinwerfen und stirb. Boah, das ist so brutal. Von innen heraus getötet, das Viech. So, was haben wir jetzt hier alles? Das sieht mir sehr nach Scan-mäßig was aus. Ja, das kann ich scannen. Dann mach mal. Hauptsysteme sind intakt, funktionstüchtig, sobald Energieversorgung wiederhergestellt ist. Okay, Energieversorgung. Und die kriege ich, wenn ich da reinspringe oder so? Mal schauen. Powerbombe. Ah, cool. Ein Rätsel gelöst, schön. Und dadurch... Ah, können wir die Grütze absenken und kommen da zu neuen Orten. Cool. Okay, was habe ich denn jetzt hier gefunden überhaupt? Keine Ahnung. Also eigentlich ist hier auf der Karte nicht mehr mehr. Das dient wahrscheinlich vielleicht alles nur für einen Energy Tank oder sowas, der ganze Abschnitt hier. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt aktiviert, okay. Und dann kann ich da jetzt eben wieder mit dem Morphball weiter hier... So. Nicht in die Grütze, nicht in die Grütze. Pass auf, Samus. Und da ist nochmal so ein Energieversorgungsteil. Okay. Und hier geht's noch weiter. Das ist jetzt... Achso, das ist wieder so ein Rückweg danach hinten. Aber ich will mal kurz gucken, was hier ist. Weil hier war ich, glaube ich, auch noch nie, oder? Da sind wieder Sturzsegler. Geht weg. Und Energie her. Dankeschön. Da ist nichts. Da ist nichts. Ja, okay, das ist nur wieder ein Rückweg. Dann will ich kurz auch den anderen Energieversorger kurz aktivieren und schauen... was da dann so passiert. Mal gucken. Und diesmal will ich mich mit Powerbomben hochbashen. Das geht ja auch. Was? 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 Das hält... Was? Ja, das hält nur für kurze Zeit an. Ey, wenn ich jetzt Game Over gehe, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? What the fuck? Was sollte das? Ey, wie unfair ist das denn? Das kann ich doch nicht... Samus, geh raus!
Ich komme hier nicht. Nee, oder? Jetzt sterbe ich. Sterbe ich jetzt das. Wirklich? Wirklich? Wie unfair ist das denn? Wow. Wirklich? Ich bin gerade deswegen. Ey, das ist. Gab's da irgendein Anzeichen darauf, dass das nicht unendlich lang hält? Was eine Scheiße! Jetzt bin ich wegen sowas Game Over gegangen! Mann! Wie, boah, regt mich. Jetzt muss ich den Weg nochmal hoch. Warum ich? Das ist. Ey, das ist doch jetzt echt fies, oder? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch wirklich fies. Was sollte das denn jetzt? Also ich hab da leider keinen Weg nach oben jetzt gefunden. Ich glaube, ich habe am Ende einen entdeckt. Da war so eine kleine Rampe, die nach oben geführt hat, aber ich habe die nicht mehr rechtzeitig sehen können. Und die Energie ging ja auch dermaßen schnell runter. Ey, was eine Scheiße. Gab's da irgendein Anzeichen darauf, dass es nicht unendlich lang hält? Boah, nein! Ach, Samus! Was ein Dreck! Ja, ich weiß, intakter Transport, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Da müssen wir hin. Boah, ey, das regt mich jetzt auf. Das regt mich jetzt echt auf. Ich meine, wir wären früher oder später eh Game Over gegangen, ja, aber wegen sowas? Das ist so eine Scheiße, ey. Ganz ehrlich. Mann, ey, das ist blöd. Okay, ich achte jetzt mal drauf, ob da irgendwie im Hintergrund so eine kleine Musik spielt, die immer schneller wird, also einem andeutet, dass es auf Zeit geht oder so, oder ob es irgendein anderes Anzeichen gab, weil das ist echt böse. Weil es wirkte so, als wäre das halt schon unendlich lang, aber... Ach, warte mal, hier kann ich ja auch rein, Moment mal. Da ist auch was. Was ist hier denn? Okay, nochmal aufmachen. Wo bin ich? Ach, ich komme jetzt da woanders. Hä, oder? Moment. Ach nee, das ist einfach nur eine Abkürzung. Ah, cool. Damit ich nicht durch die Laseraugen durch muss. Ach so, okay. Das ist ja chillig. So, nochmal. Boah, Mann. Ey, das ist doch dumm. So ein blöder Scheiß, oder? Das gibt's doch nicht. Ja, das war jetzt echt böse vom Spiel. Das war echt richtig böse. So, friss mich. So, und stirb. Mann. Okay, dann wieder aktivieren und diesmal nicht so viel umgucken, sondern mehr beeilen. Jetzt warte mal, ich will mal kurz gucken, wo ich nach oben wieder hätte können. Muss ich ja irgendwo. Ja, da. Ja, hier hätte ich wieder nach oben gekonnt. Ja, ich zeig's euch gleich nochmal. Oh, ist das blöd. Mann. Das gibt's doch nicht. So, jetzt wartet mal. Gibt's da irgendein Anzeichen? Ah ja, gibt's. Ja, man hört im Hintergrund so eine kleine... Ja, okay, das habe ich nicht gehört vorhin. Ja, okay. Und hier hätte ich wieder hochgekonnt. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Ich war da so verwirrt und in Panik. Mann, ja, dann jetzt schnell. Hoch und aktivieren. Okay, und das Ding macht was? Es hebt die Plattformen an und dadurch komme ich da zu einem Geheimgang, okay? Und ich muss mich immer noch beeilen. Also keine Zeit für umgucken. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Von hier aus? Und darüber. Okay. Schnell, schnell, schnell. So. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier hinten. Jetzt komme ich dann, glaube ich, gleich nochmal zu so einer hässlichen Schildkröte da, oder? Mal schauen. Nee, zu nochmal einem Energieversorger. Muss ich den auch aktivieren? Ja, ich mach mal. So. Was ist denn das hier alles für ein Rätsel? Hm. Okay, ich kann noch mehr Plattformen anheben und komme zu der Tür da oben. Okay, und das ist wahrscheinlich mein Hauptziel, da hinzukommen. So, zurück. Wie komme ich zurück? Den Weg einfach wieder zurückgehen, denke ich mal. Den ganz normalen, wo ich hergekommen bin. Ja, jetzt hat die Musik aufgehört und jetzt steigt die Grütze wieder. Oder? Nee, immer noch nicht. Ach nee, vielleicht hat sie jetzt aufgehört, weil ich jetzt alles geschafft habe. Und wir jetzt safe sind, für immer. Aber das war ja echt blöd, Mann. Ja, okay, man hat's hören können, ich weiß, aber das war trotzdem blöd. So, bin ich jetzt? Was westlicher Zugang? Hä? Ach, das ist... Ja, toll. Das ist wieder so ein behinderter Bonusraum, der gar nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Sowas hasse ich immer. Weil ich habe da ja... Kann ich hier hoch? Nein. Weil ich habe ja keine Ahnung, wo es hier dann überall Geheimräume gibt und wo nicht. Oder kann ich da hochklettern irgendwie? Nee, kann ich nicht. Da brauche ich, glaube ich, erst eine spätere Fähigkeit. Oder komme ich da mit dem Morphball hoch irgendwie? Ach nee, aber ich kann hier entlang. Was Benutzung der Magnetschiene... Magnetschiene, okay. Spiderball. Okay, ist das neu? Das kenne ich nicht aus den 2D-Metroid-Spielen. Wieder so ein 2D-Jump-Run-Abschnitt, okay. Alles klar. Geht's hier irgendwie hoch? Ist hier was? Nee, ich glaube nicht wirklich. Aber sowas finde ich echt immer fies in den Metroid-Spielen, wenn es einfach so geheime Räume gibt, die nicht auf der Karte eingezeichnet sind, wo dann auch noch etwas Wichtiges ist. Was bin ich denn hier jetzt? Ah, ein Energy-Tag, cool. Yay!
Okay, hat sich ja zumindest gelohnt. Aber sowas find ich echt immer böse, weil man da halt keine Anzeichen bekommt. Bin ich denn hier? Wir werden auch 1000 Gegner angezeigt auf der Karte da hinten. Aber da ist ja nichts. Sonst ist ja auch nichts mehr. Okay, ich kann glaube ich einfach nur wieder zurückgehen und mehr nicht gerade nicht machen. Dann tun wir das. Jetzt warte mal. Ja, also es geht da auch noch weiter. Wenn ich da den anderen Weg nehme. Aber zu dem bin ich ja nicht hingekommen, genau. Also wenn ich da nach oben gehen würde, diesen anderen Weg da mit dem Spider-Ball, dann würde ich da wohl noch woanders hinkommen. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall noch merken. Aber ist ja auf der Karte eingezeichnet, dass es hier noch einen Weg gibt, den wir dann noch nicht erkundet haben, wo wir noch weitergehen können. Ja, okay. Alles klar. Puh. Aber sowas ist echt gemein, oder? Wenn das einfach mal nicht auf der Karte eingezeichnet ist, dass hier noch was ist. Das finde ich echt immer böse. Böse, böse, böse. So, lass mich halt in Ruhe. Ich glaube, ich habe sonst hier in dem Raum jetzt aber alles gesehen. Ey, so bitter, da gehen wir hier echt Game Over. Das ist ja richtig peinlich. So, dann nehmen wir die Abkürzung da unten durch. Die sichere. So. Und jetzt dann gleich will ich noch ein bisschen mehr erkunden. Also eigentlich müssen wir zu den Höhlen von Markmoor als nächstes und da diesen intakten Transporter finden. Aber ich will erst noch ein bisschen was anderes machen, weil mit den Morphballbomben können wir noch ein bisschen was tun, glaube ich. Und zwar, wir schauen mal wieder kurz. Möchte ich jetzt gleich hier durch, wo wir unseren Charge-Beam wieder bekommen haben, weil da können wir nämlich mit den Morphballbomben durch und dann hier hin. Und vielleicht ist hier ja nochmal ein Energy-Tank oder zumindest Missiles oder so. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Moment, wo war das? Da muss ich nach rechts unten von mir aus gesehen. Also hier so hin. Nein! Nicht wieder in die Grütze. Ich habe jetzt zumindest ein paar mehr Leben noch. Boah, was haben denn die für eine Reichweite mit ihrer Explosion? Das ist ja heftig. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Leben noch, aber trotzdem. Ja, also ich glaube, ich sollte öfter meinen Scanner ausrüsten. Ich vergesse das immer, aber die ganze Zeit halt hier alles immer zu scannen, ist auch irgendwie blöd, weil ich will halt lieber meinen Combat Visor haben, damit ich schön durch die Gegend schießen kann. Es ist echt immer so ein bisschen blöd hier, dass man wirklich alles und jeden scannen muss. Aber ist halt auch schwierig für die 100% dann und gegen Schwierigkeit habe ich eigentlich natürlich nichts. So, komm her. So, dann gehen wir alle weg. Und ich muss, oder muss ich oben rum? Ich glaube, ich musste oben rum, ja. Ich glaube, ich hatte keine andere Möglichkeit, um da hinzukommen. So. Das war ja auch so peinlich hier, wo ich die Dinger ewig lang nicht gefunden habe. Diese vier Zeichen da, die man finden musste mit dem Scanner. Wo ich da Ewigkeiten gebraucht habe. Da geh mal weg. So, und hier müsste jetzt gleich dann ein Durchgang sein auf der rechten Seite, wo wir mit den Powerbomben durchkommen können. Nämlich hier, genau. Und ich hoffe ja auf irgendwas Bonusmäßiges, aber muss ja eigentlich fast so sein. So, was finden wir hier? Erstmal Missiles. Zack. Und wir finden, na, erstmal einen Weg mit viel nichts. Ich tu mal wieder scannen. Aber nee, hier ist wirklich gar nichts. Ach, das muss ich das auch noch scannen erstmal? Tatsächlich. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Technologie vorgenommen. Okay. Also ich glaube, immer wenn sowas dran steht, ein neuer Eintrag wurde vorgenommen, dann zählt das zu den 100%. Wenn einfach nur so eine Info kommt, so eine kurze, so, ja, so ein, zwei Sätze oder so, dann zählt es, glaube ich, nicht zu den 100%. Aber die Dinger sind immer wichtig. Ich muss also auch alle Türen scannen, alle unterschiedlichen. Okay. Eine Türpanzerung verhindert den Zutritt. Halt. Die technische Analyse der Türpanzerung ergibt, dass sie Beamwaffen gegenüber unempfindlich ist. Um sie zu durchdringen, empfiehlt sich der Einsatz von ballistischen Geschossen. Ja, nämlich von den Missiles. Zack. So. Okay. Was ist das denn jetzt wieder alles hier? Ich tu mal wieder scannen. Ein bisschen kann ich bestimmt was scannen, nämlich da. Achso, eine Magnetdingens ist. Magnetische Spur eines Schienensystems entdeckt. Es scheint im Betrieb zu sein. Spider-Ball-Technik erforderlich, um zu nutzen. Ja, okay. So, was habe ich sogar schon mal irgendwo gesehen. Ach, damit kann ich ja voll weit nach oben. Cool. Und da oben ist ein neuer Gegner, oder? Habe ich das richtig gesehen? Wartet mal. Da war irgendwas. Irgendwas war da. Der da. Achso, nee, die kennen wir schon. Ach, das sind diese Lichtviecher da, glaube ich. Okay. Und was ist das hier? Geringe mechanische Aktivität deutet auf Funktionstüchtigkeit der Maschine hin. Okay. Ja, ich kann hier offenbar ohne den Spider-Ball nichts machen. Missile-Container? Wo? Ah, da hinten. Okay. Komme ich da irgendwie von hier aus schon hin? Ah, cool. Mit Missiles aufmachen und wir kriegen Missiles. Yay! Sehr schön. Dankeschön. Cool. Und wir haben schon 15 wieder. Das, was wir ganz am Anfang hatten. Cool. Ja, aber da ganz oben komme ich wohl nicht hin. Wo würde mich das denn hinführen? Jetzt wartet mal. Ah, da ist noch ein so Weg dann da oben. Ja, okay, und da ist wahrscheinlich dann nochmal, ja, mehr Missiles oder halt ein Energy Tank oder sowas.
Aber kommen wir momentan noch nicht hin. Was ist das? Warum leuchtet das rot? Hat das irgendwas zu bedeuten? Jetzt auch irgendwie abschießen oder so? Ne, offenbar nicht. Ja, okay. Dann lassen wir es erstmal. Wir haben ja Missiles gefunden. Ist zwar nicht so gut wie ein Energy Tank, aber freue ich mich auch drüber. Aber wir finden eh relativ viele Energy Tanks, finde ich. So vergleichsweise zumindest. Weil, also ich weiß nicht, wie viele Energy Tanks es am Ende geben wird. Also ich glaube, es gibt auch wie in den Zelda-Spielen immer zwei Reihen von den Leben her. Und ich glaube, jede Reihe hat immer entweder 10 oder 15 meistens. Also man kann es ja abzählen so ein bisschen. Ja, ich glaube eher 15 passen dahin. Also insgesamt dann 30 vielleicht. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, gehen wir alle weg hier. Aber Missiles gibt es auf jeden Fall mehr. Das hat man nämlich auch schon geschrieben. Da gibt es offenbar insgesamt am Ende 250, die ich haben kann. Also da gibt es auf jeden Fall einiges zu finden. Aber werden wir hoffentlich machen. Oder, ja, wir werden hoffentlich halt alles finden. Das könnt ihr mir übrigens in die Kommentare schreiben, wenn ihr da genaueres wisst. Ob ich solche Missiles oder Energy Tanks oder halt solches auffindbares Zeugs, ob ich das auch in irgendeiner Form verpassen kann und es dann später zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr kriegen kann. Oder ob ich das alles noch jederzeit immer kriegen kann. Weil bei den Scans ist es ja so, da muss ich halt zum richtigen Moment immer teilweise scannen, weil das verloren gehen kann. Aber ist es bei diesen einsammelbaren Zeugs auch so? Das könnt ihr mir gerne schreiben, weil das wäre auch ziemlich wichtig zu wissen. So, wieder zurückgehen. Und jetzt können wir dann gleich einen ganz neuen Weg einschlagen. Und ich glaube, da müssen wir auch erstmal hin, weil wir brauchen ja, um in den Höhlen von Markmoor wirklich vorankommen zu können, erst noch etwas Bestimmtes, um uns ein bisschen hitzeresistenter zu machen. Und ich denke mal, das werden wir hier noch kriegen in den Höhlen von Chozo. Oder, Ruinen von Chozo, genau so heißt es hier. Denn hier oben waren ja solche Kisten im Weg. Nämlich hier. Und ich behaupte einfach mal, dass wir die mit den Powerbomben zerstören können. Stimmt's? Jupp, sehr schön. Die Powerbomben sind echt ziemlich stark. Die können viele Sachen zerstören, die unser normaler Beam oder der Charge Beam oder geh weg oder alles Mögliche nicht zerstören können. Das finde ich ganz cool. Hör doch mal auf zu nerven jetzt. Ich muss sie mal kurz töten. Nerven mich sonst zu sehr. Habe ich die schon gescannt? Ich glaube schon. Ja, müsste ich eigentlich. Gib mal alle weg, alle weg, alle weg. Nein, hör auf zu nerven. Ja, ich sollte immer ein bisschen mehr anvisieren, glaube ich, weil das bringt schon was. So, okay. Dann gib mal her. Man kann es auch von ewig weit alles herholen, immer mit dem Charge Beam. Und irgendeiner lebt noch. Wo ist der? Da. Komm her. Und stirb. Okay. So, was ist hier jetzt? Ist das wieder so ein Kultsymbol oder sowas? Mal schauen. Es ist auf jeden Fall irgendwas. Dieses Kultsymbol wird ja aktiviert, ja? Nein, nein, ich muss wieder vier... Nein! Ich muss wieder vier so Kultsymbole finden. Nein, bitte nicht. Oh Gott, das wird wieder katastrophal werden. Nein, das hat beim letzten Mal schon so lange gedauert. Ach shit, ey. Das finde ich doch niemals. Ja, und die Pflanzen muss ich wahrscheinlich erst abschießen und dann durch, weil die mir sonst Schaden machen oder so. Würde ich mal vermuten. So. Ja, das werde ich niemals alles finden wieder. Da brauche ich wieder Ewigkeiten. Aber was? Wo ist eigentlich... Hier ist doch irgendwo ein Durchgang. Da auf der rechten Seite von mir. Da oben. Ja, achso, ich kann hier einfach weiter jumpen. Richtig. So. Dann hier hin. Und da habe ich nochmal ein Kultsymbol gesehen gleich. Auf der rechten Seite. Nämlich hier. Achso, nee, das ist dann die Tür, die sich öffnet, wenn ich alle gefunden habe. Na toll. Das wird jetzt wieder witzig werden. Jetzt darf ich hier die Kultsymbole wieder suchen. Nimmt Samus eigentlich Fallschaden? Ja, ich glaube nicht. Würde mich auf jeden Fall wundern. Oh Gott, ey, jetzt muss ich die Dinger wieder finden, ey. Das wird wieder katastrophal werden. Ach, die Pflanzen kann ich sogar auch scannen. Die Analyse deutet auf die Präsenz eines Symbols hin. Ah, okay, das ist wieder unter den Pflanzen versteckt. Okay, cool. Dann will ich da mal kurz hin. Ich will nicht wieder in die Grütze rein, weil wir haben ja gesehen, dass es ziemlich böse enden kann für mich. Und das möchte ich nicht nochmal haben hier. So, da unten war auch, oder? Ist da auch eins? Oder ist das eins, worauf ich hier stehe? Nee, das nicht, okay. Aber erstmal jetzt kurz hier hinspringen. So, und einmal kurz scannen, bitte. Nummer 2, sehr schön. Okay. Also am besten wirklich den Scanweiser einfach hier so ein bisschen in der Gegend rum bewegen, weil dann sieht man das ja immer ganz gut, weil der schlägt ja immer aus, wenn er irgendwo etwas gefunden hat, was man potenziell scannen kann. Da oben, was ist das? Achso, da bin ich gerade eben durchgegangen, ja, okay. Ja. Das wird katastrophal werden. Weil ich wieder... Ja, ist okay, weil ich wieder nichts von diesen Kultsymbolen finden werde und da wieder Ewigkeiten brauche. So, was haben wir hier? Stark konzentrierte Giftbelastung hat den Verfall der Blätter verursacht, okay. Und hier?
Das Kultsymbol. Ah, cool. Von hier aus. Wo ist denn das? Achso, ach, da so oben. Okay, also hier so an der Seite klebt es. Okay, alles klar. Dann fehlt nur noch eins. Das ist ganz cool, dass man die von hier aus auch aktivieren kann. Was ist da? Ach, ein neuer Gegner. Goliath. Ach, Goliath-Wespennest. Das muss ich auch scannen. Okay. Unterschlupf der Goliath-Wespe. Einsatz von schweren Waffen empfohlen. Ach, die kann ich kaputt machen. Ah. Goliath-Wespen nutzen bestehende Vertiefungen, um ihr Nest darüber zu errichten. Dabei greifen sie auf alle in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung stehenden Materialien zurück. Geeignete Materialien transportieren sie mit ihren Vorderbeinen zur Baustätte und fixieren diese mit Klebestoffen, die sie mit ihrem Hinterleib absondern. Okay. Ich kann das also kaputt machen. Aber ja, nicht so, das habe ich mir schon gedacht. Mit Charge Beam. Nein, dann wahrscheinlich mit Missiles. Ja, mit Missiles, okay. Ich kann das kaputt machen, sehr interessant. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter nach oben gehen. Weil ich glaube, dass das letzte Kultsymbol, das uns noch fehlt, auch ein bisschen weiter oben ist. Weil jetzt waren zwei relativ weit unten und eins war oben. Und dann ist das zweite, oder das letzte, denke ich mal, auch noch oben. Also hier war noch eins. Genau das haben wir gerade eben gescannt. Und wo ist das letzte? Ich möchte wieder kurz ein bisschen mich hier umgucken. Vielleicht da ganz oben irgendwie auf dem Baum drauf oder so. Nee, das habe ich schon. Keine Ahnung. Ich werde, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen nach oben gehen und jetzt mal die Wespennester töten. Vielleicht ist es ja auch unter den Wespennestern. Das könnte auch sein. Warte mal, zack. Und, achso, ach nee, das kann ich nicht kaputt machen. Achso, das ist kein Wespennest, okay. Da. Das sieht gut aus. Japp, sehr schön. Vier Kultsymbole. Cool. Dum, dum, dum. Und dadurch öffnet sich die Tür. Und wir können ja schon sehen, dass dahinter ein so riesengroßer Raum auf uns wartet. Und ich weiß jetzt schon, was man da finden kann. Ich meine, die machen nicht umsonst da so einen riesengroßen Raum hin, der auch noch schön rund ist, also eine schöne Kampfarena darstellt. Da ist hundertprozentig ein Boss. Da wette ich alles drauf. Okay, dann hier wieder kurz durch. Ganz nach oben. Mal schauen, ob wir den Boss in dem Part noch schaffen, aber müssten wir eigentlich schon. Außer da kommt davor noch ein bisschen was, je nachdem. Müssen wir gleich gucken. Hat es mir jetzt eigentlich irgendwas gebracht, dass ich die Wespennester kaputt gemacht habe? Hm. Ja, vielleicht wären die sonst die ganze Zeit respawned oder so, die Goliath-Wespen. Und dadurch kann ich das halt verhindern so ein bisschen. Ich weiß aber nicht genau. Aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und sonst haben wir hier, glaube ich, auch erstmal alles gesehen. Ja, okay. Also hier jetzt noch zwei so Räume und dann kommt dieser riesen fette Raum da. Also das ist hundertprozentig ein Boss. Da verwette ich alles. So, wieder kurz Mouthball-Bomben. So. Na komm, mach halt. Also die sind wirklich deutlich stärker als unsere Missiles sogar, weil die können viel mehr kaputt machen als die Missiles. Sehr interessant. Oder warte mal, hätte ich das jetzt auch scannen müssen? Zum Beispiel, dass ich da nur mit Powerbomben durch kann? Keine Ahnung, ey. Ich muss öfter dran denken, meinen Scanner zu benutzen. Man braucht ihn hier einfach jedes Mal. Wirklich. So. Ja, euch habe ich schon gescannt? Ah, nee, habe ich nicht. Achso, ach, das war gerade eben nur ein Hinweis, dass da was ist, aber ich habe den Gegner auch gar nicht gescannt. Okay, alles klar. Giftgras. Karnivore Giftblume. Ja, das habe ich schon mal gehört, das Wort. Das habe ich aus dem Bio-Unterricht schon mal gelernt, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, was das heißt. Die sich bei Gefahr in den Boden zurückzieht. Das Giftgras hat sich zu seiner jetzigen Form entwickelt, um in die Lebensräume größerer Lebewesen einzudringen. Mit seinen farbenprächtigen Blättern lockt es Opfertiere an, die es dann mit kleinen, hochgiftigen Ausläufern festhält. Seine Fänge zersetzen die Beute innerhalb kürzester Zeit. Boah, voll brutal. Natur ist echt böse manchmal. So, gehen wir alle weg hier. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. So, tschüss, tschüss, tschüss. Okay. So, und hier ist wieder so ein Ding, oder? Kann ich das nicht scannen, das Teil da? Das ist doch wieder so ein Hologrammteil, oder nicht? Hm, keine Ahnung. Also beim letzten Mal konnte ich solche Teile, glaube ich, scannen. Hm, naja, dann halt nicht. So, mehr Zeugs. Und jetzt dann gleich hundertprozentig ein Boss. Oder auf jeden Fall irgendwas Storymäßiges oder sowas. Oder irgendwas Großes auf jeden Fall. Irgendwas. Nein! Oh mein Gott, geht alle weg. Ja, okay, ich muss es schnell kaputt machen. Das respawnt relativ schnell wieder. Ja, ja, lasst mich alle in Ruhe. Und hoch hier, okay. So, ist hier noch irgendwas, was ich scannen kann? Ich glaube nicht. Ja, hier ist wieder so. Oder ist das nur eine Fackel? Ja, ist ja keine Fackel. Keine Ahnung, egal. So, dann, ja, gehen wir mal rein. Und los geht's. Ja, hallo Boss. Das war ja auch klar. Wäh. Okay, eine riesige Pflanze. Okay, was geht denn? Wäh, was bist du denn? Oder ist das ein Parasit, der die Pflanze befallen hat oder sowas? Okay, dann hallo. Was? Außer was? Ich bin noch nah genug dran. Lass mich scannen. Lass mich scannen.
Mach halt. Oh Gott, das dauert auch ewig, okay. Aber bei Bossen dauert das, glaube ich, auch ein bisschen länger. Scanner. Ja, mach halt! Hallo? Hä? Was da? Warum? Lass mich halt scannen! Jetzt, okay. Mann, das hat lang gedauert. Flahagra oder Flagra oder so. Diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Ah. Das ist jetzt der Final Boss von den Chozo-Ruinen, oder wie? Okay, cool. Flagras Wachstum wurde radikal beschleunigt. Daher benötigt es nahezu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv bleiben zu können. Okay, ich muss irgendwie die Sonnenstrahlen ausschalten oder dieses Licht da und ihn dann wahrscheinlich angreifen. Irgendwie so wird der Boss wahrscheinlich funktionieren. Durch diese Bestrahlung wurde Flagras äußere Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Sein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwachstelle, falls möglich. Gezielter Beschuss kann es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Sein Wurzelgeflecht, okay. Aber ich habe nochmal was zum Scannen, nämlich dieses Teil da. So, das ist wahrscheinlich die Hilfe vom Boss quasi. Einer von Flagras Tentakeln verläuft durch den schmalen Abflusskanal. Die Analyse deutet darauf hin, dass sich Flagras zentrales Nervensystem im Zentrum dieser Anlage befindet. Okay. Ja, der ist ziemlich böse, weil der ziemlich viele Fernattacken und so drauf. Kann ich das hier auch scannen? Moment, kann ich ja. Das sind die Sonnenstrahldinger. Reflektor zum Umlenken von Sonnenlicht auf die Kreatur. Eventuell kann er außer Betrieb gesetzt werden. Das muss ich bestimmt machen und dann ihn angreifen. Und zwar, indem ich die roten Dinger da treffe. Ja, okay, hab schon verstanden, okay. So. Sehr schön, okay. Das ist kaputt. Und dadurch fällt er gleich mal um. Und ich kann... Ich kann eine Powerball-Bombe. Also, ja, oder? Reinwerfen. Stimmt doch, oder? Sehr schön, okay. Und er hat wahrscheinlich 3 Leben oder so. Das ist cool. Das gefällt mir. Oder ist er schon tot? Nee, kann nicht sein. Nee, ist er nicht, okay. Jetzt kommen 2, okay. Ah, ich hab's verstanden, okay. Ja, dann hat er vielleicht 4 Leben. Weil jetzt kommen 2 Dinger, dann kommen 3 Dinger und dann 4 Dinger. Ja, okay, ich hab's verstanden. Das ist sehr cool, finde ich. Das ist richtig cool. Ich kann ihm so keinen Schaden machen, oder? Warte mal. Oder kann ich doch? Ja, oh mein Gott. Oh, der macht mir relativ viel Schaden. Nee, ich glaube, ich kann ihm so keinen Schaden machen. Ja, okay. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil, da kommt, lass dich treffen. Lass dich halt treffen, du Ding. Weil die anderen Bosse funktionierten ja... Bin ich jetzt blöd? Oder... Ach so, das zählt ja schon alles jetzt getroffen. Okay, passt schon alles. Oh mein Gott, geh weg. Ja, jetzt hat er da Pflanzen in den Weg gesetzt. Die muss ich erst kaputt machen, oder? Ne, die gehen von selber weg. Eieieiei. Hier ist ja schon wieder einiges los. Okay. Also ich muss immer aufpassen, wo er runterkommt und dann dementsprechend eben ausweichen. Okay, aber schön auch viel durch die Gegend jumpen hilft auch immer viel. So, geh kaputt. Ja, wenn ich viel durch die Gegend springe, kann ich mich fast gar nicht treffen. Das ist sehr cool. Kann ich das irgendwie schneller kaputt machen, das Teil? Ne, passt alles. Jetzt müsste er wieder umfallen. Oder? Oder kann ich jetzt... Oder eins seiner Tentakel müsste kaputt gehen, oder? Moment. Hä? Seine Lichtbestrahlung ist doch jetzt weg. Oder nicht? Hä? Moment. Ach, jetzt ist eins wieder aktiv. Jetzt sind 2 wieder aktiv. Toll. Also ist es gerade eben eins von den Dingern weggegangen? Ich habe es einfach nur nicht bemerkt, oder wie? Ich weiß es nicht, aber ich kann ihm so, glaube ich, wirklich gar keinen Schaden machen. Ja, ist okay. Geh weg, Pflanzen! Das sollte ich, glaube ich, sein lassen. So. Ja, lass mich in Ruhe. Okay, das ist tot. Oder was heißt tot? Das habe ich halt... das Licht habe ich jetzt weggemacht da. Und jetzt noch das andere. Aber ich finde es hier sehr cool, dass es auch am Ende von jedem Gebiet scheinbar immer so einen Mega-Ultra-Boss gibt. Und die anderen halt nur so Mini-Bosse sind. Ich finde auch das Prinzip von ihm sehr cool. So. Und jetzt kann ich... Jetzt ist er umgefallen, okay. Ah, und jetzt kann ich hier rein. Alles klar. Dann mal los. Schnell. Und rein mit den Powerbomben. Sehr gut. Ja, vielleicht ist es doch 3-mal. Mal schauen. Vielleicht kommen jetzt gleich alle 4. Und nicht erst noch 3 oder so. Aber ich glaube nicht, dass er schon tot ist. Das wäre ein bisschen schwach. 1, 2, 3. Ne, jetzt kommen erstmal 3, okay. Dann danach halt noch 4, denke ich mal. Okay, alles klar. Ich finde das wirklich sehr cool hier. Auch, dass der Boss anders funktioniert als die anderen. Weil bei allen anderen Bossen war es halt so, dass ich die jederzeit treffen konnte. Und ich kann die Pflanzen doch kaputt machen. Okay. Dass ich die Bosse jederzeit treffen konnte und ihnen halt so dauerhaft Schaden zufügen konnte. Und bei ihm muss ich mir aber etwas einfallen lassen. Er funktioniert eben nach einem bestimmten Prinzip. Die anderen haben einfach angegriffen und ich selber habe angegriffen und das war's. Aber die funktionieren nach einem bestimmten Prinzip. Das finde ich sehr cool. Und ich habe gerade ein Problem. Weil es wirkt so... Oh mein Gott! Es wirkt so, als würde er die Dinger immer wieder aufstellen. Okay, dann muss ich mir jetzt... Na komm. Oder wartet mal. Was tut er? Ich stelle das jetzt wieder auf gleich, das Teil.
vor ihm. Nein, diesmal nicht. Okay, das hat er aber gerade eben die ganze Zeit wieder gemacht. Ich weiß nicht genau, warum er es jetzt wieder nicht macht. Doch, jetzt hat er es wieder gemacht. Wie kann ich ihn davon abhalten, dass er das tut? Geh weg! Wie kann ich ihn davon abhalten? Weiß ich nicht genau. Jetzt macht er das andere auch wieder. Was kann ich da dagegen tun? Jetzt hat er wieder zwei schon. Verdammt nochmal. Kann ich da irgendwas dagegen machen, außer im Kreis zu rennen? Ihn irgendwie dauerhaft angreifen? Ich weiß nicht, ob ich mal Missiles schießen sollte oder so, aber ich glaube, das bringt auch nichts. Ich muss, glaube ich, einfach schneller sein als er. Komm mal schnell, mal schnell, mal schnell. Reicht das noch? Nee, Mann! Er hat den anderen schon wieder richtig rum hingemacht. Du blödes Arschloch, ey. Was fällt dir eigentlich ein? Beeil dich, Samus. Los, mach kaputt! Hallo? Ja, jetzt hat er wahrscheinlich schon wieder ein anderes währenddessen aufgestellt, oder? Jedes Mal nicht. Muss ich ihn einfach währenddessen abschießen und dadurch davon abhalten oder so? Keine Ahnung. So, jetzt müsste aber passen, glaube ich. Jetzt hat er gerade keins mehr. Sehr schön, und dann müsst ihr umfallen. Perfekt, okay. So, dann wieder rein da. Boah, stressig ist der Boss, hey, wirklich. Ich will den auf jeden Fall noch fertig machen. Ich will jetzt nicht währenddessen aufhören, das wäre ja ziemlich lame. So. Und jetzt wahrscheinlich noch ein letztes Mal mit allen Vieren. Das wird jetzt aber nicht einfach. Also ich frage mich wirklich, ob ich da irgendwas dagegen machen kann. Wahrscheinlich schon. Weil ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, wie ich jetzt gemacht habe. Dass man einfach versucht, schnell zu sein. Man kann bestimmt irgendwas tun, um ihn daran zu hindern, die Dinger wieder umzudrehen. Aber ich weiß, ich habe noch nicht genau verstanden, was man genau da tun soll. Muss ich ehrlich zugeben. Nein, oh Gott, jetzt habe ich mich wieder getroffen. Das war ziemlich heftig sogar. Hör auf, nein. Mann. Was kann ich da tun dagegen? Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht genau. Na komm, mach halt jetzt. Samus trifft. Bitte, danke. So, hör auf, geh nur auf mich, geh nur auf mich. Ich bin doch viel wichtiger als diese Sonnendinger, oder? Komm, geh nur auf mich. Ja, genau, so ist brav, so ist brav. Oh mein Gott, was... der lädt ja immer so eine Mega-Attacke auf. Okay, das soll ich aufpassen. Er hat schon wieder eins umgedreht. Ich glaube, ich muss einfach schneller sein. Hab ich wirklich den Eindruck. Weil ich drehe die Dinger eben immer um und er dreht so alle... Ja, so alle 20 Sekunden oder so dreht er auch eins um. Und ich muss einfach schneller sein als er. Es gibt vielleicht auch wirklich eine Möglichkeit, wie ich ihn davon abhalten kann, das zu tun. Aber grundsätzlich einfach schneller zu sein als er funktioniert auch. Jetzt hab ich's, glaube ich, verstanden. Okay, wenn ich ihm so ein bisschen zusetze, also ein bisschen auf ihn draufhaue, dann kann ich ihn kurzzeitig betäuben. Oder? Warte mal, jetzt will ich es mal kurz ausprobieren, damit ich den Boss wenigstens noch am Ende verstanden habe. Ja, weil jetzt ist er kurz betäubt und dann habe ich mehr Zeit als er. Okay, ich hab's verstanden, okay. Okay. Das freut mich jetzt, dass ich zumindest zum Ende hin noch den Boss so einigermaßen verstanden habe. Und ich hoffe, ich bin jetzt schnell genug. Das wäre jetzt ziemlich schlecht, wenn ich nicht schnell genug wäre. Habe ich jetzt hier alles gescannt eigentlich an ihm? Nein, habe ich nicht. Hier fehlt noch was. Schnell. Gipfellastung, okay. Und ich war jetzt zu langsam, stimmt's? Ja, ich war zu langsam. Cool. Das war genau auf der anderen Seite und jetzt sind alle... Mann! Aber ist nicht so schlimm, weil ich hab's jetzt verstanden. Okay. Also auch immer schön zwischendrin, während ich die Seiten wechsle und versuche zu einem neuen Ding zu gehen, ihn angreifen. Jetzt habe ich ihn wieder oft genug getroffen, der ist wieder kurzzeitig betäubt. Okay, ich hab's verstanden. Alles klar. Und hier ist Zeug, gib mal her. So, Charge Beam, bam. Und er steht wieder auf, okay. Also gleich wieder aufpassen. Ja, okay, aber das ist ein cooler Boss. Ist ein richtig, richtig cooler Boss, muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde es halt sehr cool, dass man ihn nicht die ganze Zeit treffen kann, also ihm nicht die ganze Zeit wirklich Schaden machen kann, sondern dass man sich halt ein bestimmtes Prinzip einfallen lassen muss, um ihn treffen zu können. Ganz im Gegenteil zu den anderen Bossen. Also ich finde es schon cool, dass es die anderen Zwischenbosse auch gibt, wo man halt wirklich die ganze Zeit im Prinzip draufhauen kann, oder fast die ganze Zeit immer. Und hier muss man sich halt wirklich Gedanken machen. Also diesmal bitte schnell sein. So. Ja, geh weg. Und schnell rein da. Beeilen. Und stirb, Flahagra, oder wie auch immer du hießt. Flahagra, oder wie auch immer. Puh, das war echt nicht einfach. Also ohne meine ganzen Energy Tanks, die ich gefunden habe, wäre das ganz schön eng gewesen. Oder eng geworden. Aber war echt richtig cool, der Kampf. So, und jetzt müssten wir eigentlich etwas sehr Tolles und Wichtiges bekommen. Weil wir ja irgendwie in den Höhlen von Magmor so ein bisschen weitermachen müssen, aber da ist ja immer zu heiß. Also irgendwas müssen wir jetzt hier kriegen. Und alles ist friedlich, schön. Ah. Okay, was ist das? Das will ich mir nur kurz holen. Das ist...
Na? Okay. Ja. 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 Wir kriegen. Yay, wir kriegen den Warrior Suit, heißt das, glaube ich, wieder zurück. Sehr schön. Da sieht Samus doch auch gleich viel besser aus. Sehr cool. Warrior Suit erhalten, genau. Hochtemperaturbereiche sind nun zugänglich. Zusätzlicher Dateneintrag, blablub. Sehr schön. MP, was? MP1 Welten freigeschaltet. Was ist das? Metroid Prime 1 Welten freigeschaltet. Ja, was heißt das? Keine Ahnung. Ist auf der Blume noch irgendwie was? Na, ich glaube nicht. Ich glaube auch hier im Wasser ist nichts mehr. Oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es für diesen sehr ereignisreichen Part hier in Metroid Prime Trilogy. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir dann zum zweiten Mal wahrscheinlich die Höhlen von Magmor betreten werden. Erstmal noch hier so ein bisschen entlang und dann direkt zu den Höhlen von Magmor. Und dann mit unserem tollen neu alten Warrior Suit da ein bisschen was machen können. Und hier muss ich auch noch durch, aber da brauche ich, glaube ich. Oder, warte mal, brauche ich da eine andere Türöffnung dafür? Ja, da brauche ich was Lilanes, das haben wir noch nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann, Leute. Ciao.